wenn man eine Frau von zweien ist, dann ist das absolut ein Albtraum. Also dann hat man ja das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Es gibt bestimmt auch Frauen, die das als Traum empfinden. Also ich meine, Hugh Hefner hat ja auch 10 Frauen zum Beispiel. Und die fühlen sich offensichtlich alle gut dabei. Aber ich glaube, für eine normale Frau ist das nicht das, weil eine Frau sich wünscht, die Einzige zu sein für einen Mann. Wenn ich mir vorstelle, dass er gerade von der anderen Frau kommt und ich weiß nicht, was er mit ihr getrieben hat, würde ich mich eklig fühlen. Kommt natürlich darauf an, ob der Mann mit offenen Karten spielt und beide Frauen auch darüber Bescheid wissen oder ob der Mann das heimlich macht. Eine sehr gute Freundin von mir, der ist genau das eigentlich passiert. Und da habe ich ziemlich live miterlebt, wie schmerzhaft das sein kann. Selbst wenn es dann auf dem Tisch liegt, fühlt man sich ja trotzdem nicht besser, ganz im Gegenteil. Sondern man denkt, okay, warum braucht er da noch jemanden? Dann hat er natürlich sexuell im Bestfall viele Vorteile und bekommt Sex so, wie er es möchte. Der kann sozusagen zwei Leben parallel führen. Vielleicht erfüllt ja jede Frau sozusagen eine andere Rolle. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann abonniert doch bitte meinen Channel, und zwar entweder hier oder hier oder da. Dein erstes Mal, dein erster Orgasmus, Lieblingsstelle, Sexspielzeug, wie viel Sexpartner?